Einst nannte man sie das schönste Gesicht des Sozialismus. Dann, als es den Sozialismus nicht mehr gab, liebe Zuschauer, die rote SED-Ziege. Gemeint ist Katharina Witt. Sie ist das Aushängeschild eines Staates, den es heute nicht mehr gibt. Spiegel TV-Reportage hat diese Künstlerin seit Anfang dieses Jahres sporadisch begleitet und zeigt Ihnen die neue Welt der Katharina Witt. Diese Sendung wurde kurzfristig ins Programm genommen und insofern beginnt unser Spielfilm Warum musste Staatsanwalt Traini sterben? 50 Minuten später als geplant, also gegen 23:45 Uhr. Wir hoffen, Sie haben dafür Verständnis.